Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein paar Drachenrennen angucken. Und zwar nicht die normalen Drachenrennen, sondern die fortgeschrittenen. Und dazu habe ich die schon einmal freigeschalten. Falls ihr nicht wissen solltet, wie man die fortgeschrittenen Rennen freischaltet, ihr müsst erstmal die kompletten normalen Rennen absolvieren. Also sprich, pro Zone gibt es immer 8 Rennen. Die seht ihr dann auch auf der Karte, wenn ihr zum Beispiel Handynotes anhabt. Beziehungsweise, wenn ihr die Startquest kriegt, ne, die kriegt ihr schon beim Level über die Kampagne so nebenbei. Und da müsst ihr dann in der ersten Zone quasi alle normalen Rennen abschließen. Dann kriegt ihr eine Quest für die zweite Zone, alle normalen, dritte, vierte. Und wenn ihr quasi in allen 4 Zonen die normalen Rennen abgeschlossen habt, bekommt ihr dementsprechend dann eine weitere Quest. Die habe ich jetzt hier. Und dafür müssen wir jetzt dementsprechend an der ersten Zone die fortgeschrittenen Rennen abschließen. Die fortgeschrittenen Rennen sind ein bisschen schwieriger. Heißt, wenn ihr Gold bei den anderen habt, dann könnt ihr euch da mal ranwagen. Ich habe jetzt persönlich noch keins gemacht. Ich würde sagen, die machen wir jetzt alle zusammen. Schauen uns die ein bisschen an und ja. Dafür gibt es dann auch Achievements. Ich kann euch das mal zeigen. Also das sind hier die ganzen normalen Rennen. Ich dachte mir, die waren relativ leicht. Da habe ich jetzt keine Videoguides für aufgenommen. Und hier gibt es ja dann die Achievements für diese kompletten Runen. Die solltet ihr euch vielleicht vorher holen, denn damit könnt ihr diesen Baum auskillen. Und da hatte ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Das hilft euch auf jeden Fall, die Rennen hier abzuschließen. Dann haben wir hier weitergehend im Achievement-Fenster, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, hier unten ein Meta-Achievement für die ganzen normalen Rennen, als auch für die ganzen fortgeschrittenen Rennen. Und in dem Video wollen wir uns jetzt mal die 8 Rennen hier an der ersten Zone anschauen, an der Küste des Erwachens. Wo befinde ich mich gerade? Ich bin jetzt am ersten Spot und zwar sind wir hier an der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 72, 34 und ich würde sagen, wir schauen einmal in das erste Rennen rein. Wieder. So, wir haben eine fortgeschrittene Strecke aus. Ich habe jetzt mal meine ganzen Addons deaktiviert. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich hatte ein bisschen so Mikroruckler. Und manchmal liegt es tatsächlich auch an Addons, wie zum Beispiel All the Things und Konsorten. Schauen wir mal, ob hier was geht. Wenn wir so eine grüne Wolke einsammeln, dann können wir quasi nochmal den Speed aktivieren. Und das ist die einzige Fähigkeit, die ich hier eigentlich auch ziehe. Also die ganze Zeit einfach nur den Vorwärtsspeed. Oh, okay, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Das war jetzt nicht so gut. Ja, für die Goldzeit muss man schon ziemlich perfekt fliegen tatsächlich. Weil der größte Manko, den ich jetzt, das jetzt noch habe, ist da oben dieser Turm, dass ich da gut durcheier. Und da habe ich es jetzt noch nicht so hundertprozentig raus. Ich dachte, wenn ich da genau irgendwie... Ah doch, das war jetzt gut. Vielleicht, beliebt, Leute. Ah, da haben wir's! Ich war sogar richtig schnell. Das ist jetzt der erste Flug, nachdem ich die Addons ausgeschalten habe. Und es hat jetzt nicht mehr so geleckt. Also ich kann euch schon mal empfehlen, macht eure ganzen Addons aus. Und dann leckt es zumindest nicht mehr. Und das Schwierigste habt ihr gerade gesehen, war der Turm. Das war jetzt ein bisschen ätzend. Und ja, ihr habt jetzt gesehen, wir haben einmal die ganzen lila Kugeln umflogen. Da dürft ihr nicht reinkommen. Ihr dürft nirgends hängen bleiben. Und wir müssen halt immer diesen grünen Wolken mitnehmen, dass wir wieder Elan kriegen. Und ich habe einfach immer nur den Vorwärtsschub gezogen. Also keine andere Taste, nicht nach oben fliegen und auch nicht hier wirbelnder Ansturm. Das geht eigentlich gut aus. Gut, dann haben wir das erste schon mal. Gehen wir zum nächsten weiter. Ich habe übrigens 10, 12, 13 Tries habe ich jetzt gebraucht, doch ein bisschen. Und ja, mal gucken. Vielleicht seid ihr ja wesentlich besser als ich. Dann sind wir am zweiten Spot und zwar bei den Koordinaten 55, 41. Gut, ich hatte eben den Bug, da sind diese Ringe verschwunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Ein, zwei Flüge habe ich jetzt hier schon absolviert, um mir so ein bisschen die Strecke anzugucken. Versuche jetzt mal hier auch an der Seite immer diese Wolken mitzunehmen, um ein bisschen extra Schub zu kriegen. Da oben ist es ein bisschen tricky, weil da muss man dann eine relativ scharfe Kurve fliegen, wie ihr seht. Aber man hat hier recht viel von dem Elan auf der Strecke rumliegen, also das geht ganz gut. Jetzt gucke ich, hier ist noch so eine scharfe Kurve. Okay, diesmal habe ich es gekriegt. Das letzte Mal habe ich dann in der scharfen Kurve den Ring nicht erwischt und dann war es nämlich RIP, ne? Dann reicht es auch nicht mehr von der Zeit, tatsächlich. So, jetzt schauen wir mal hier oben. Jetzt ist nicht mehr weit. Vielleicht könnte es schon reichen. Ah, Gold, okay. Ich habe jetzt zweimal den kompletten Parcours geflogen und einmal war es buggy und einmal bin ich irgendwo dazwischen drin hängen geblieben. Aber das ist relativ leicht, also das kann man eigentlich in unter 5 Tries easy machen. Gut. Dann haben wir den auch fertig. Dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter.
So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 6, 63, 70. Und dann gucken wir auch wieder in das nächste. So, vierter Try. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Ich hatte schon ein paar, die ganz knapp waren. Unter einer halben Sekunde hat nur noch gefehlt. Aber hier muss man am Anfang echt immer gut Elan sparen, ne? Weil du blöderweise hier dann nur das eine Grüne kriegst. Und dann ist eine lange, lange Durchstrecke. Jetzt versuche ich mal, den Drachen gut nach unten zu neigen, dass ich hier neuen Elan aufbaue. Gucken, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Vorhin bin ich auch blöderweise an so einem Felsen. Jetzt nicht hängen geblieben, aber ich habe ihn leicht touchiert. Und das kostet dich natürlich dann einiges an Zeit. Ich glaube, hier war das. Also da habe ich nur leicht mitgenommen. Das load ich natürlich ordentlich runter. Und hier sind jetzt wieder ein Haufen von diesen grünen Wolken. Da können wir jetzt dann ordentlich durchspeeden. Da können wir ein bisschen Zeit rausholen. Geht's jetzt eigentlich nur nach oben die ganze Zeit. Bis hierhin. Und dann müssen wir die Nase ganz steil nach unten ziehen. Und wieder nach oben. Jetzt könnte es vielleicht gut aussehen. Ja, da ist es doch. Easy. Das waren jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Tries. Ging. Da hatten wir jetzt eine ganz gute Zeit. Und ja, dann haben wir das nächste auch abgeschlossen. So, Dala, wir sind jetzt direkt am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt ein paar Meter weiter, hier auf den Koordinaten 62, 74. Ihr habt gesehen, da waren wir gerade, hier sind wir jetzt drüben und da machen wir jetzt das nächste Rennen. So, dann First Try, mal gucken, erstmal so ein bisschen die Strecke anschauen, mal schauen, ob das was wird. Okay, also da geht es jetzt ziemlich steil nach unten gleich schon mal. Alter, rum. Spare ich mal ein bisschen die Orbs, weil ich weiß nicht, wann da das nächste Ding kommt. Ne, komm, einmal ziehen wir's. In die Lan haben wir noch. Oh fuck, jetzt habe ich das nach oben gemacht. Das war jetzt nicht so gut. Oh shit, 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 shit. Ich hab noch einiges an die Lan, also das müsste passen. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch zu sehr gespart, tatsächlich. Oh, das ist eine relativ weitläufige Strecke, so wie es aussieht. Jetzt haben wir mal hier alles noch raus, weil ich denke mal, da hinten ist jetzt zu Ende. Na, oh, gleich Silber im First Try. Oh, 0,4. Okay, die scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Ah, ne! Habe ich Gold geschafft? Nee. Oder? Warte mal. Habe ich es nicht gecheckt, weil da zu viel aufgeploppt ist. War das jetzt die Goldzeit? Ist jetzt leider bloß nicht. Ich glaube, ich habe die Goldzeit geschafft. Ja, war Gold, sagt mir der Chat. Okay, ja, wir haben First Try die Goldzeit geschafft. Wunderbar. Ich habe das nicht gecheckt, war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, dass wir alles schaffen. Okay, das war eine leichte Strecke. Da kannst du echt nichts sagen. Easy. So, Dala, wir sind am nächsten Spot und zwar jetzt hier oben bei den Koordinaten 47, 8 und, nee, 85, so rum. Und da haben wir dann das nächste Rennen. So, Try Nummer 5 oder 6 ist das jetzt, ich weiß es gar nicht mehr. Gerade wieder einen Teil bisschen blöd verpasst. Eigentlich scheint die Route hier jetzt nicht so schwer zu sein. Aber man muss ein bisschen gucken, weil zwischendrin ein bisschen wenig Nebel rumliegen und... Da muss man schauen, dass man es halbwegs effizient einsetzt. Ich habe gerade gesehen, da unten links war auch noch einer. Vielleicht lohnt sich der dann noch mitzunehmen. Jetzt mal relativ steil dann runter. Da haben wir jetzt wieder einen Haufen Nebel. Da können wir jetzt eigentlich durchzwirbeln. Und oben, diese scharfe Kurve, die habe ich jetzt schon zweimal verkackt, ehrlich gesagt. Die jetzt hier nachkommt. Ja, das klappt. Sieht doch halbwegs gut aus diesmal. Da haben wir das Goldene. Wunderbar. Also diese eine Kurve da oben ist relativ schwierig, aber sonst ist die Strecke eigentlich ziemlich simpel. Also, das ist gut machbar. So, Dala, wir sind am nächsten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 42 und 94. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Der ist ein bisschen hinter dem Baum versteckt. Ich habe ihn erst gar nicht gesehen gehabt, den Kollegen. Mal gucken, ob wir das Ganze schaffen können. So, nächster Try hier. Mein Bester habt ihr gerade gesehen, 0,07 drüber. Da waren wir ganz knapp. Jetzt machen wir erstmal hier am Anfang Space nach oben und dann direkt den Speed nach unten. Ich bin im Überlegen, ob ich es mal andersrum probieren soll, ob ich es nicht mit Space am Anfang mache. Weil das nach oben flattern ist irgendwie doch nicht so schnell, wie ich dachte. Nach oben rum.
Ah, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Die Kurve war ein Ticken zu weit. Da sind wir aber haarscharf dran vorbeigeschrammt an dem Ding. Also viel hat da nicht gefehlt, dass wir hängen geblieben wären. Hier können wir jetzt hier ordentlich speeden. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt drücken wir einfach den Speed die ganze Zeit auf Cooldown durch. Und dann haben wir die Goldzeit wunderbar vorbeigeschrammt. Ja, keine halbe Sekunde hatten wir drüber, aber es reicht. Und damit haben wir das nächste Rennen. Jetzt müsste es nur noch eins sein tatsächlich. So, dala, ich bin am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 41, 67. Und ja, das ist das letzte Rennen. Mal gucken, ob ich das auch noch zum Goldmodus abschließen kann. So, nächster Try. Also wir laufen jetzt einmal nach vorne runter. Drücken direkt den Speed. Nochmal den Speed. Nochmal den Speed. Nochmal. Dann hier einmal eng rum. Eng an dem Baum vorbei. Nochmal eng. Und hier jetzt nach rechts. Nehmen das Teil mit. Speeden hier rum. Dann zwischen den Fontänen durch. Hier hinten durch. Dann können wir das Teil hier mitnehmen. Dann hier durch. Die Fontänen wollen wir umfliegen. Dann hier das Speedding mitnehmen. Hier durch. Einmal da durch, keine Fontäne mitnehmen. Hier durch, jetzt rechts. Ne, links war das gerade, sorry. Hier durch, jetzt einfach nur durchspeeden. Das war, glaube ich, ein sehr guter Try. Das wird er, oder? Easy, alles richtig gemacht. Puh, das waren jetzt ein paar Tries. Okay, aber man muss wirklich diese Side-Dinger mitnehmen, dass es wird... Okay, da waren wir jetzt fast eine Sekunde sogar drüber. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir jetzt was noch. Haben wir noch eins offen? Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, da hinten ist das letzte. Es war doch nicht das letzte. Da hinten ist nur eins. Ja gut, okay, dann flattern wir jetzt mal dahin und dann gucken wir mal noch weiter. So, dann sind wir jetzt tatsächlich am letzten Spot. Nicht wie ich vorhin gesagt habe. Wir sind nämlich hier auf den Koordinaten 23, 84. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir das letzte Rennen hier für die Zone. Ach, eben hatte ich gerade so einen guten Try. Ich sag's euch, das ist glaube ich jetzt Nummer 5 oder so. Jetzt laufen wir nach vorne. Und da habe ich das letzte Portal irgendwie verpasst. War schon im Ziel und habe dann erst gecheckt, dass ich eins nicht mitgenommen habe. So, jetzt können wir hier diese drei Nebel mitnehmen. Mal hier hoch. Einmal drüber. Einmal drunter. Einmal hier vorbei. Das einmal mitgenommen. Dann hier rechts. Dann mal drüber, hätte ich gesagt. Rum. Oh, die Orb. Dann hier wieder drunter. Das hier. Und jetzt beim nächsten können wir hier unten den Nebel mitnehmen. Den schnabulieren wir. Hier rum. Dann steil nach oben. Einmal drunter, einmal drüber. Hinten rum. Steile Kurve. Nach oben. Rum. Speed, 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 Speed. Und da ist der Goldmodus. Chiefen ist eingetütet. Und damit haben wir auch den ersten fortgeschrittenen Flugmodus absolviert für die erste Zone. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Alle 8 Kurse fertig. Als nächstes werde ich dann quasi die Ebene von Onara angehen. Da wird es dann auch ein Video, sobald ich das geschafft habe. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.